Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die ASAP Box von Play 69 und Sippo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. ASAP von Play 69 und Sippo, das Ganze am 28. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das gemeinsame Collabo-Album der beiden Künstler, über zwei Labels erschienen, Banger Musik und Hellal Money präsentieren. Warum? Play 69 ist ja nach wie vor bei Hellal Money Entertainment unter Vertrag und Sippo ist ja der neueste bei Banger Musik gewesen, der neueste Künstler, der unter Vertrag genommen wurde. Und deswegen haben wir hier ausnahmsweise mal zwei Labels. Es ist eine riesen Box, ein Riesenkarton. Wir werden mal als allererstes die Folie abmachen. Einmal einschneiden. Von der ganzen Aufmachung, von der Gestaltung der Box lässt das auf jeden Fall an eine vorangegangene Box erinnern, und zwar an die kugelsicherer jugendlicher Box von Play 69. An die hat mich da sofort erinnert, nicht nur so von den Ausmaßen, von der Größe, sondern auch hier oben mit dem Henkel, aber natürlich auch wegen des Boxinhalts. Zu dem kommen wir dann noch. Also auf der Vorderseite haben wir hier einmal die beiden Labels zuoberst, Banger Musik und Hellal Money präsentieren. ASAP, darunter die beiden Künstler Play 69 x Sippo. Dann haben wir das Ganze hier in schwarz-weiß und gelb gehalten. Also relativ einfach gestaltet die Box. Oberseite glatt schwarz, hier dann noch dieser Träger, dieser Henkel. Dann hier wieder in diesem Neongelb. Dann lesen wir hier wieder ASAP, Play 69 Sippo plus die Beteiligten. Und dann gibt es noch einen Barcode. Auf der rechten Seite sieht das Ganze so aus und auf der Unterseite so. Gut, dann würde ich sagen, genug zur Box, wir schauen mal hinein. Das Ganze lässt sich dann hier entsprechend aufmachen. Gar nicht so einfach, aber jetzt. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier einmal das Sweatshirt, also den Oberteil des Jogginganzugs, das Oberteil des Jogginganzugs. Dann haben wir die Jogginghose, Sticker, drei Stück an der Zahl, das Album, eine Autogrammkarte, weitere Sticker, einen Schlüsselanhänger sowie ein Poster. So, dann packen wir die Box mal wieder zusammen und schauen uns das Ganze mal an. So, hier ist jede Menge Folie im Spiel. Und zwar haben wir einmal das Album in Folie, den Schlüsselanhänger, die Sticker nicht, das Poster nicht, aber die Kleidung auch wieder. So, also einmal das Oberteil. Dann die Hose. Schlüsselanhänger, und natürlich das Album an sich. Auf dem Album hier haben wir noch einen Sticker, den werden wir uns noch einmal kurz ansehen, bevor wir dann zum eigentlichen Inhalt kommen. Also, was lesen wir hier? Auch wieder ASAP, darüber gibt es einen eher merkwürdigen Barcode, so relativ verschwommen, Play 69 Sippo, einen Verbraucherhinweis auf Englisch, die beiden Labels, dann die beiden Gesichter, zumindest die Augenpartien, und dann noch eben die Infos, Copyright und so weiter. Okay,
Also, dann schneiden wir auch mal hier die Folie auf. So sieht das aus. ASAP, das ist das Albumcover. Wir haben hier eine Mercedes-Felge, einen Mercedes-Reifen, der hier scheinbar gerade qualmt. Also alles ist im schwarzen und gelben Stil gehalten, so im Neongelb. Reguläres Toolcase, hier lesen wir ASAP, ebenso hier auf der Seite Play 69 Zippo ASAP. Auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist, 13 Stück an der Zahl. Kein einziges Feature hier mit angegeben und dann haben wir unten rechts noch den Barcode. So, dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Ah ja, genau, also dieser Sticker ist uns scheinbar erhalten geblieben. Also, der war nicht auf der Folie. Dann haben wir hier das Booklet. Als erstes die beiden hier in einem ziemlich auffälligen Camouflage mit so bunten Farben. Da ist jetzt dann eben die Frage, will man sich tarnen oder will man auffallen? Das sollte man an dieser Stelle dann mal klären. Dann haben wir hier die ersten 7 Tracks inklusive der Info, wer produziert hat. Weitere Tracks, in diesem Fall 6 Stück. Womit wir dann auf insgesamt 13 kommen und wir haben hier tatsächlich kein einziges Feature mit dabei. Dann die beiden hier scheinbar in einem Auto sitzend. Dann hier mit diversen vermummten Gesichtern. Also Neon hier auf jeden Fall ein ziemlich großes Thema beim Artwork. Neonfarben sind ja immer mit am Start. So wie auch hier. Hier gibt es dann die Credits zum Album. Und nochmal ein Foto der beiden. Jawohl. Von Play 69 gab es ja schon diverse Releases, diverse Alben und auch diverse Boxen. Von Zippo habe ich bislang noch nichts mitbekommen, was Releases betrifft. Also in meinen Augen, soweit ich das beurteilen kann, ist das sein erstes Album, also sein erstes Collabo-Album zeitgleich. So sieht die CD aus in Schwarz und Neongelb. Und auf der Rückseite Schwarz. So, wir machen weiter mit dem Schlüsselanhänger. Der sieht so aus, ASAP Play 69 Zippo im Querformat und das Ganze ist aus so einem Gummi, aus einem Kunststoff. Und dann haben wir hier natürlich noch so einen Metallanhänger, so einen Schlüsselring. Hier kann man es dann entsprechend festmachen. Sticker sind mit dabei, 1, 2, 3 mal quadratisch hier das Cover. So sieht das aus. Ebenfalls dreimal vorhanden dieser neongelbe ASAP-Sticker. Dreimal im Querformat. Und eine Autogrammkarte ist auch noch mit dabei. Hier die beiden in der Hocke am Boden, Zippo und Play 69, hier mit weißem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite haben wir Spotify von den beiden Instagram und Facebook. Jawohl. Autogrammkarte im Querformat und ein Poster. Das Poster ist relativ klein. Auf der einen Seite hier die beiden. Auch wieder neongelb. Man achte vor allem auf dieses wunderbare Schuhwerk. Die finde ich unfassbar hässlich, diese Schuhe. Und auf der Rückseite haben wir dann noch das Albumcover, auch wieder im Hochformat. So sieht das aus mit der Felge, mit diesem Mercedes-Reifen. So, und jetzt kommen wir neben dem Album zu dem vermeintlichen Highlight der Box, und zwar dem Jogginganzug. Wir haben hier den Jogginganzug bestehend aus zwei Teilen. Einmal natürlich die Hose, einmal das Oberteil. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Hose. Wie man bei dem Album und bei dem Artwork erwarten konnte, ist auch natürlich die Hose hier in Schwarz, Weiß und Neongelb. Wir haben hier einmal am linken Oberschenkel, hier so in der Nähe der Tasche, des Eingriffs hier seitlich, den ASAP-Schriftzug senkrecht. Auf der anderen Seite sonst nichts. Die Hose ist ansonsten hier in Schwarz. Ebenso
auf der Rückseite, alle sind schwarz und dann auf den Seiten, sowohl auf der linken als auf der rechten Seite, haben wir hier den neongelben Farbverlauf und links und rechts dann noch weiß, etwas dünner. Jawohl, so sieht das aus. Hinten gibt es keine Taschen, vorne links und rechts, ganz klassisch. Dann haben wir hier diese zwei Schnüre, diese zwei Bänder, mit denen man den Bund dann entsprechend anpassen kann. Und wir haben es hierbei zu tun. ASAP in der Größe Large, also L. Und wir haben dann hier noch 70% Baumwolle, 30% Polyester. Dann haben wir die Waschhinweise und scheinbar keine Infos, wo das Ganze produziert wurde. Okay. Ja, also wie gesagt, Größe L. Die Größe war nicht frei auswählbar. Also es waren wirklich alle One Size, es waren wirklich alle Boxen hier nur mit Größe L verfügbar. Und ebenso das Oberteil dieses Sweatshirt. So, auch dieses hier wieder in Schwarz-Weiß und Neongelb. Hier auf der Brust lesen wir den Albumtitel plus die beiden Interpreten. Dann der gewohnte Farbverlauf hier mit diesem zulaufenden Weiß, das sich dann in der Mitte trifft. Unten haben wir dann auch nochmal so einen weißen Streifen. Die Optik zieht sich über die Ärmel, also komplett um den ganzen Pullover und endet hier unten dann auch wieder, also hier vorne. Und hier gibt es dann noch so einen kleinen weißen Streifen. Ansonsten hier gleichmäßig die weiße Linie. So, auch hier haben wir es wieder mit ASAP zu tun. Größe Large ist klar. Allerdings, jawohl, hier haben wir es. Auch hier lesen wir wieder 70% Baumwolle, 30% Polyester. Waschhinweise. Okay. Gut, nachdem hier nicht weiter steht, wo das Ganze hergestellt wurde, Grüße gehen raus, unbekannterweise. Dann packen wir das Ganze wieder zusammen. So, und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gesagte Oberteil, das ASAP Sweatshirt, ebenso wie die zugehörige Hose, also der gesamte Jogginganzug. Dann haben wir die Autogrammkarte von den beiden Herrschaften unterschrieben. Sticker, 3 Stück an der Zahl im Querformat. Dann nochmals 3 Sticker quadratisch, die Album-Cover-Sticker. Schlüsselanhänger ist mit dabei, rechteckig aus Kunststoff. Das Poster beidseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich im regulären Jewel Case mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles. Ups, jetzt ist der Schlüsselanhänger noch runtergefallen. Das alles in dieser wunderbaren Box ASAP von Play 69 und Sippo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Play 69 und Sippo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.